Hallo und willkommen zurück zu. Jetzt hätte ich schon fast los, oder gesagt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkness Within natürlich. Jo, wir haben in der letzten Folge diesen komischen Code bekommen. Plus, wir haben hier einen Haufen Karten. Und wir haben keine Ahnung, welche wir uns ansehen sollen, weil es zu viele sind. Wir haben aber einen Code bekommen, mit dem wir wissen, welche Karte es ist, oder? Ich gehe mal davon aus. Einen Moment hier. Ich habe einen Code aus Zahlen und Buchstaben in einem der Briefe im Speicher der Hütte gefunden. So. Und ich glaube, vielleicht hat das was mit den drei Stäben zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte meine Betrachtungsweise ändern. Ich probiere einfach das hier mal. Und vielleicht soll ich mir das auch erst anschauen. Ich muss etwas anderes versuchen. Okay. Was ist das hier denn überhaupt für eine Karte? Huch. Nee, angucken bitte. Näher geht nicht. Warum ruckelt das wieder so? Oh, Leute, es tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht, was hier los ist manchmal. Aber oh, das ist richtig, richtig schlimm. Der hat hier totale Frame-Einbrüche. Aha, hier haben wir Zeichen. Okay. Okay. Ja. Nee, das kann ich hier nicht benutzen. Okay. Irgendwas kann ich dort aber benutzen. Das hier war es nicht, ne? Nee. Die Karte wahrscheinlich. Ich Pappnase. Nein. Das funktioniert nicht. Na gut. Oh, Entschuldigung. Kann ich mir nicht hier eine einfach rausangeln? Nein, das funktioniert nicht. Okay. Also nochmal langsam. Wir haben. Moment mal. Ich mach mal alles wieder weg. Huch. Wir haben die Karten. Wir haben drei Stäbe. Ich wüsste aber nicht, für was wir die gebrauchen können. Wir haben den Code. Pff, keine Ahnung. Und ein Augensymbol. Das Augensymbol vielleicht. Nee. Können wir die Karte hier nicht kombinieren? Mit Augensymbol? Nein. Okay. Die Karte kombinieren mit dem Pinsel. Mir fällt nichts ein. Mir leider auch nicht. Einen Tipp haben wir auch nicht, ne? Dass sie uns aber auch keine Hinweise gibt, ne? Das ist eine Schweinerei. Hier, das können wir uns nicht angucken. Warum auch immer. Ich finde, das sieht interessant aus. Okay, ich nehme an, das brauchen wir erst später. Ich nehme an, wir müssen zuerst rausfinden, welche Karte wir wollen. Und dazu würde ich sagen, müssen wir diesen Code benutzen, oder? Kann ich den nicht einfach irgendwo reinstecken hier? Okay. Hoppala. Nochmal weg. Ach ne, leg das mal bitte einfach ab hier. Ja. Ja. Okay, wir haben eine Karte. Eins. Zwei. Drei. Nein. Das möchte er auch nicht. Dann leg die mal bitte wieder zurück. Die Karte und der Code vielleicht. Hatte ich das schon? Sagt, da kommt ihm nicht bekannt vor. Die Karte und die Karten. Vielleicht etwas anderes. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was der von mir jetzt möchte. Also wir haben einen Haufen Karten. Eine Karte müssen wir herausfinden.
Aber wozu? Welche Karte wollen wir überhaupt? Ich nehme doch an die mit dem Code, oder nicht? KD78GT8. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach nee, mach das mal weg, bitte. Diese Steuerung hier manchmal. Das hier? Vielleicht was anderes. Vielleicht einfach die drei Stäbe. Kommt mir nicht bekannt vor. Gucke ich mir mal nur den Stab an. Einer von drei Metallstäben aus der Hütte. Ja gut, aber da sagt er auch nicht viel zu. Ich weiß nicht, wirklich nicht. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Verschlossen. Plötzlich sind die wieder verschlossen. Wahrscheinlich sind alle verschlossen, ne? Hier waren doch letztes Mal Türen, in denen ich mich versteckt habe, oder? Ja, genau, die hier. Huch. Da sah es dunkel aus. Wer ist da? Oh Wer Gott. sind Sie? Ich? Fühlst du es? Die Erde zittert. Die Erde zittert. Hey, Kumpel, sie zittert. Zittern? Meinen Sie die Erdbeben? 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 Ach du heilige Scheiße. Alles in Ordnung? Sind Sie hier eingesperrt? Du da, kommst du aus der Tiefe? Von da unten? Aus der verfluchten Dunkelheit? Was meinen Sie mit Tiefe? Die Tiefe, das Innere der Erde, die finstere Hölle. Okay. Wo sind wir hier? Das ist die Verbindung. Die Verbindung. Die Verbindung nach unten, in die Tiefe. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, was da unten ist. Oder hat sie gehört? Die Geräusche. Wer auch immer der Mann ist, er ist verrückt. Er kann mir nicht helfen. Wer ist er? Und warum hält man ihn hier fest? Der verrückte Gefangene. Ist das krank oder ist es krank? Gott. Ach du heilige Scheiße. Ich habe mich leicht erschrocken, ja? Das kann man so sagen. Was ist hier? Gott, irgendein Stromraum, was auch immer. Entschuldigung, hier gab es gerade einen kleinen Schnitt. Was ist das? Gewehre? Alte Gewehre. Warum sind die hier? Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten, du. Das ist bestimmt ein Elektrozaun. Ich muss erst den Strom abschalten, bevor ich ihn anfasse. Okay, dann mach das doch. Das ging ja einfach. So. Was haben wir hier? Huch. Hier ist nichts drin als Stroh, aber die Zauntür kann unter Strom gesetzt werden. Ganz offenbar wurde hier etwas sehr Wichtiges oder Gefährliches aufbewahrt. Okay.
Jo. Hübsche Schrittgeräusche auf jeden Fall wieder. Sonst ist hier nichts, ne? Nein. Oh, können wir zurück? Na gut. Sonst ist hier nichts. Können wir noch mal da unten runter? Jetzt ist sie verschlossen. Okay. Gut, soll mich nicht stören. Ich gehe hier wieder durch. Ja, wir müssen immer noch diese irgendwas mit der Karte machen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich gehe mal kurz wieder nach oben. Hier ist ein leeres Stück Papier. Na, ich probiere jetzt hier den Pinsel nochmal aus. Das kann ich hier wohl nicht benutzen. Ein leeres Stück Papier. Gut, womit kann ich das denn sonst benutzen? Damit schon mal nicht. Mit der Karte vielleicht? Nein. Das funktioniert nicht. Okay. Sonst habe ich aber auch nichts, was ich jetzt da anwenden würde. Okay. Hier ist auch nichts mehr drin. Hier ist nur der Topf da. Komisch. Ich schaue mich noch mal eben oben um. Hier habe ich aber auch nichts übersehen, oder? Nee. Hier gab es diese ganzen Papiere. Hier, was auch immer das hier sein soll. Keine Ahnung, können wir jedenfalls nichts mitmachen. Sonst gibt es hier nichts außer die. Und hier möchte er ja immer noch den Hinweis finden, ne? Achso, das war das zweite. Hier haben wir erst einen Hinweis. Okay, Moment. Jetzt wohnt JD vielleicht? Nicht gerade interessant. Kontaktiere ihn darunter. Also, es freut mich, dir mitteilen zu können, dass das Problem in EB gelöst ist. Oh, hoppala. EB? Da fragt er ja, wer das ist, ne? Lieber Bruder, EB und EB? Wir haben EB und EB. Das muss Ivar Bergen sein. Ganz bestimmt. Das sind seine Initialen. Okay. Und dann haben wir EB. Kann das nicht sein, dass der mit dem verwandt ist? Lieber Bruder. Es freut mich, dir mitteilen zu können, dass das Problem mitgelöst ist. Wir haben jetzt Zugriff auf das kleine Gebäude. Auf das kleine Gebäude im Garten. Zu untersuchen. Das Haus des alten Spinners. Herangekommen sind, haben wir zuletzt in die Lösung gegriffen. Jetzt wohnt JD. Auch nicht interessant. Du wirst ihn sicher bei den Untersuchungen helfen wollen. Kontaktiere ihn. Eine Sänfte mit Objekten. Auch nicht interessant. Es handelt sich um Schlüssel.
noch nicht am Zielort. Auch nicht interessant. Ohne genaue Kenntnisse. Hä? Lieber Bruder, EB, JD. Da sagt er immer nur das. Ich hoffe, es geht dir gut. Ach, das nervt. Ich mach das jetzt einfach so. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Aber da muss doch noch ein anderer Hinweis sein, oder? Ich weiß es echt nicht. Habe ich das gerade schon? Keine Ahnung. Hoppala. Egal, ich mach mal jetzt hier die zwei. Nichts Interessantes. Ach Mann. Das nervt doch, oder? Lieber Bruder. Ja, keine Ahnung, wer EB ist. So, ich unterstreiche jetzt alles. Ach so, geht gar nicht. Man kann immer nur so viel unterstreichen. Okay. Ja, egal. Mache ich jetzt einfach. Nichts Interessantes. Auch nichts Interessantes. Ja, dann leck mich am Popo. Dann kennst du mich mal. Achso, das war das, ne? Und dann gab es hier doch noch einen Hinweis. Mein alter Freund. Kommt mir nicht bekannt vor. Tja. Kommt mir auch nicht bekannt vor. Tut mir leid, ich hätte das ja gerne hier umgangen, indem ich diese Hinweise benutzt hätte. Aber das macht er ja nicht. Ich mache jetzt immer drei Reihen auf einmal. Hier war ich. Eins, zwei, drei. Mache ich das nochmal mit? Die Schlange. Oh, hoppala, das wollte ich gar nicht. Okay. Kommt ihm auch nicht bekannt vor. Zwei und drei. So. Kommt ihm auch nicht bekannt vor. Na gut. Selbst wenn ich... Bla bla bla. Das ist so... Puh, keine Ahnung. Na, das nehme ich auch noch mit. Das ist ein Datum, an dem jemand in sein Haus zurückkehrt. Aber wer und wohin? Ja, da kann ich dir doch hier mit dem Text nichts drüber sagen, du. Ich sag da schon gar nichts mehr zu. Der fragt dazu Fragen, ne? Und möchte, dass ich hier Hinweise finde. Die gibt's aber doch keine Hinweise, du Arschgeige. Ehrlich, ey, das regt mich richtig auf. So, wisst ihr was? Hab die Schnauze voll. Ich lasse ihn jetzt hier alleine. Und ich guck mir jetzt die Lösung an. Tut mir leid, aber ich reil das wirklich nicht. Ich verstehe nicht, was die von mir wollen. Gott, wie liebe ich solche Spiele. Also, nein, versteht das nicht falsch, mir macht das Spiel schon Spaß. Ich finde das Spiel auch gut, es ist gruselig und so weiter. Aber ich finde diese Unterstreichdinger einfach so absolut sinnlos. Und ne, wenn das wenigstens irgendwie Sinn... Oh mein Gott, okay Leute, da oben das Bild, ne? Wenn man so da drauf guckt, sieht das fast aus, als würde da so die aus The Ring stehen. Wisst ihr, was ich meine? Diese schwarzen Haare und dann so. Egal, ich will gar nicht dahin gucken. Also, ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.